Also, ich rufe auf Tagesordnungspunkt 69. Antrag der Fraktion der FDP betreffend eine Aktuelle Stunde. Gericht hält Mietpreisbremse für verfassungswidrig. Fest steht, Mieten sinken nur durch mehr bezahlbaren Wohnraum. 19.5296. Es beginnt der Kollege Lenders, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wollen wir nach einer sehr grundsätzlichen Debatte auch wieder zur Sachpolitik ein bisschen zurückkommen? Wir haben ein Gerichtsurteil vom Landgericht in Berlin vorliegen, was die Frage aufwirft, ob die eingeführte Mietpreisbremse der Verfassung entspricht. Meine Damen und Herren, viele sagen im Vorfeld schon, die Mietpreisbremse, sie wirke nicht. Ich will mich jetzt hier nicht hinstellen und sagen, das haben wir schon immer gesagt und immer gewusst. Das ist nicht meine Art. Aber, meine Damen und Herren, ich würde auch sagen, die Mietpreisbremse wirkt. Sie wirkte bei der Einführung als Mietbeschleunigungsprogramm, weil die Vermieter als erstes Mal die Spielräume, die sie hatten, noch ausgenutzt haben. Und, meine Damen und Herren, sie wirkt als zweites als Investitionsbremse, meine Damen und Herren, und das wird die Mieten wieder nach oben treiben. Sie wirkt eben nicht gegen einen Anstieg der Mieten. Meine Damen und Herren, und das haben wir Ihnen in den Debatten vorher auch immer versucht darzulegen, weil die Mieter froh sind, wenn sie eine Wohnung bekommen, wenn sie sie einigermaßen bezahlen können. Dann fragen Sie nicht so sehr nach den Umständen, was denn der Vormieter da bezahlt hat, in welchem Zustand. Die Menschen sind erst einmal froh, dass sie überhaupt ein adäquates Angebot haben, was sie bezahlen können, meine Damen und Herren. Und dann werden sie sich auch für solch eine Wohnung entscheiden. Und auch die Vermieter, die ja sozusagen immer wieder so als Heuschrecke dargestellt werden, als die großen Abzocker, meine Damen und Herren, die Vermieter, die vor allen Dingen die privaten Vermieter, sind in der Regel einfach nur froh, wenn sie einen ruhigen Mieter haben, der in der Regel seine Miete bezahlen kann. Mehr verlangen sie gar nicht, und da werden auch die Mieten nicht exorbitant angehoben. Meine Damen und Herren, dann gibt es jetzt diese Diskussion, ja, man müsste jetzt die Mietpreisbremse ja mal scharf schalten, weil sie nicht funktioniert. Scharf schalten. Wenn Sie eines gelernt haben sollten aus dem Urteil in Berlin, ist, dass das Scharfschalten, wie Sie das nennen, die nächsten Gerichtsurteile nahezu provoziert, weil Sie in die Vertragsfreiheit eingreifen werden. Eine andere Möglichkeit haben Sie überhaupt nicht. Mal abgesehen, was den Datenschutz anbelangt. Aber, meine Damen und Herren, in dem Moment, wenn Sie so stark in die Vertragsfreiheit und in das Eigentumsrecht eingreifen, hat Ihnen das Bundesverfassungsgericht immer mit auf den Weg gegeben, dass Sie dann ganz klare Gründe dafür brauchen und das dann auch darlegen müssen, begründen müssen. Nichts anderes ist aus dem Gerichtsurteil in Berlin zu lesen. Und, meine Damen und Herren, es gibt auch Urteile hier in Hessen. Wenn Sie diese Gerichtsurteile ernst nehmen und die Mietpreisbremse nicht abschaffen wollen, dann müssen Sie auf dem Verordnungswege aber stärker ausdifferenzieren, sonst kriegen Sie wieder ein Urteil. Sie müssen so stark ausdifferenzieren, wo diese Mietpreisbremse überhaupt anzuwenden ist, dass das das Ergebnis sein wird, Sie können sie auch gleich abschaffen. Wenn Sie das nicht tun, dann werden Sie einer der grundlegenden Probleme in Hessen, aber auch in der ganzen Bundesrepublik nicht lösen. Die Freien Demokraten werden bei möglichen Koalitionsverhandlungen genau auf dieses Thema hinweisen. Meine Damen und Herren, wir haben immer gesagt, wir müssen mehr Angebot schaffen. Nur wenn Sie ein möglichst breites Angebot haben, wenn Sie den Wohnungsmarkt entriegeln, wenn Sie die Investitionen attraktiv machen, gerade von privaten Investoren, dann bekommen Sie einen wirklichen Stillstand und auch ein Zurückgehen
der Mieten, meine Damen und Herren, anders wird es nicht machbar sein. Wir haben Ihnen x-fach Vorschläge gemacht, wie man wirklich Bürokratie abbauen kann, wie man das Interesse von privaten Investoren wecken kann. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was passiert, wenn der Zinsmarkt eines Tages anspringen wird und es wieder interessant ist, in andere Anlagen zu investieren. Meine Damen und Herren, dann werden Sie mit Ihrer Politik dann endgültig Schiffbruch erlitten haben. Sie müssen die Mietpreisbremse abschaffen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Lenders. – Das Wort hat der Abg. Hermann Schaus, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Vor wenigen Tagen hat das Berliner Landgericht zu einem Urteil die Vorschrift zur Mietpreisbremse aufgrund der bundesweiten unterschiedlichen Behandlung von Mietern als verfassungswidrig eingestuft. Bereits bei ihrer Einführung im Bund haben Kommunen, Mieterverbände und auch wir die verkorkste Umsetzung der sogenannten Mietpreisbremse heftig kritisiert. Sie war und ist ein zahnloser Tiger, der ohne Kontroll- und Sanktionsmöglichkeiten völlig ins Leere läuft. Auch die vielen Ausnahmen, die in den Regelungen der Mietpreisbremse existieren, sind ein großes Problem. Ein erheblicher Teil der in Frage kommenden Wohnungen fallen nämlich nicht unter die Mietpreisbremse. Dass darüber hinaus ganze Stadtteile aus der Mietpreisbremse herausgenommen werden können, verwässert die Mietpreisbremse weiter. Das juristische Hauptproblem ist aber die selektive Auswahl der schützungswürdigen Gebiete durch die Länder. Deshalb sage ich, eine Mietpreisbremse muss mit Sanktionsmöglichkeiten für alle Wohnungen in ganz Deutschland eingeführt werden. Dann ist sie auch wirksam und verfassungskonform, Herr Lenders. Die Mietpreisbremse könnte durchaus ein wirksames Instrument gegen Mietwucher und überzogene Mieten sein. Da unterscheiden wir uns diametral von der FDP, die wir ja eher sozusagen als das Sprachrohr des Haus- und Grundbesitzerverbandes immer wahrnehmen müssen in dieser Frage. Für diese Novelle ist aber eine umfangreiche Gesetzesnovelle dringend notwendig. Und ich will auch klar zum Ausdruck bringen, dass dies natürlich logischerweise mit einem Eingriff in das Eigentum, Wohnung und Wohnungsbesitz einhergehen muss, und zwar aus der Überzeugung heraus, dass preiswerter Wohnraum notwendig ist, dass Wohnraum und Wohnen ein angemessenes, ein Grundrecht ist, dem auch entsprechend sozusagen der Bedarf gegenübergestellt werden muss. Aufgrund der uns jetzt im Bund drohenden Jamaika-Koalition – und Ihre Rede habe ich genauso verstanden, Herr Lenders – habe ich keine Hoffnung, dass es zu einer solchen Novellierung, wie ich sie gerade beschrieben habe, überhaupt kommen wird. Vielmehr befürchte ich, dass sie mit Jamaika endlich oder endgültig zu Grabe getragen wird. Die Überschrift Ihrer heutigen Aktuellen Stunde ist natürlich doppeldeutig, und diese Doppeldeutigkeit ist von Ihnen auch gewollt. Sie tun so, als ob Sie sich für preiswerten Wohnraum engagiert hätten. Da will ich Ihnen vorhalten, aus Ihrer Zeit, aus der Zeit, wo die FDP hier in Hessen Verantwortung getragen hat, auch für die Wohnungspolitik, dass Sie nichts, aber gar nichts getan haben, um das Thema preiswerten Wohnraum voranzutreiben. Sie waren es doch, die dafür gesorgt haben, dass die Schaffung von Wohneigentum im Wohnraumförderungsgesetz 2012 vorrangig vor der Errichtung von bezahlbarem Wohnraum gesetzt wurde. Das werden wir nicht vergessen, und daran werden wir Sie auch immer wieder erinnern. Also tun Sie nicht so, als ob Sie für soziale Mieter eintreten würden. Das war nicht der Fall, ist nicht der Fall und wird auch nie der Fall sein. Davon bin ich überzeugt. Es waren Sie im Übrigen auch gemeinsam mit der CDU,
die seinerzeit die Nassauische Heimstätte privatisieren wollte. Auch das werden wir Ihnen nicht vergessen und auch nicht durchgehen lassen an dieser Stelle. Und meine Herren von der FDP, Ihr plötzlicher Einsatz für bezahlbaren Wohnraum ist deshalb völlig unglaubwürdig. Natürlich ist die Schaffung neuen bezahlbaren Wohnraums wichtig, aber es gehören doch auch flankierende Maßnahmen dazu, dass wir in Hessen bei der Beschaffung von bezahlbarem Wohnraum deutlichen Nachholbedarf haben, zeigen die Zahlen jedes Jahr aufs Neue und immer dramatischer. Und da passt es ins Bild einer vollkommen verfehlten Wohnungspolitik, als gestern bekannt wurde, dass das Land endlich nach 15 Jahren Leerstand einen Investor für das Gelände der alten Frankfurter Polizeipräsidiums sucht. So, da könnten schon seit Jahren preisgünstige Wohnungen stehen, meine Damen und Herren, wenn der Amtsschimmel nicht so gewiehert hätte. Kollege Schaus, Sie kommen zum Schluss. Herr Präsident, weder die Landesregierung noch die FDP haben erkannt, dass preiswerter Wohnraum eine zutiefst soziale Frage ist und alle Möglichkeiten genutzt werden müssen, um die Mietpreisexplosion entgegenzuwirken. Vielen Dank, Kollege Schaus. Das Wort hat der Abg. Uli Kasper, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die FDP hat heute einen aktuellen Punkt aufgerufen, Mietpreisbremse. Ja, die Mietpreisbremse ist sicherlich nicht das Instrument, und das soll sie von der Zielsetzung ja auch gar nicht, die uns zusätzlichen Wohnraum schafft, sondern sie ist ein temporäres Instrument. Deswegen hat der Bundesgesetzgeber dieses Instrument zeitlich begrenzt. Deswegen hat das Land Hessen diese Verordnung zeitlich begrenzt, weil wir wissen, dass es ein Instrument ist, das Menschen helfen soll, bezahlbaren Wohnraum zu finden in der Zeit, in der wir angespannte Wohnungsmärkte haben. Und die haben wir deswegen, weil in bestimmten Gebieten und Regionen unseres Landes in den letzten Jahren zu wenig Wohnraum gebaut worden ist. Wir wissen, dass wir auf Dauer dem nur abhelfen können, wenn mehr Wohnraum gebaut wird. Jetzt ist es so, dass das Berliner Landgericht die Berliner Verordnung für verfassungswidrig hält. Ob es verfassungswidrig ist, ist natürlich nicht Sache des Landgerichts zu entscheiden, sondern da müsste sich dann das Bundesverfassungsgericht mit beschäftigen. Insoweit bleibt das abzuwarten. Richtig ist aber, dass die Berliner Verordnung undifferenziert für das gesamte Landesgebiet des Landes Berlin gilt. Und das ist natürlich ein Problem. Wenn der Bundesgesetzgeber sagt, das soll nur für angespannte Märkte gelten, und im Land Berlin wird dann einfach diese Verordnung über das gesamte Land ausgerollt, ohne zu differenzieren, wo sind angespannte Märkte und wo nicht. Und dann sagt natürlich das Berliner Landgericht völlig zu Recht, also wenn bestimmte Gebiete in Berlin, wo es eigentlich keine angespannten Märkte gibt, als angespannt bezeichnet werden, aber andere Gebiete im Bundesbereich in anderen Ländern, wo die Lage viel angespannter ist, dort wird es nicht gemacht, ist es eine Ungleichbehandlung. Das ist sicherlich richtig, aber die hessische Verordnung, die sieht ja eben genau vor, dass man sich vorher mit einem wissenschaftlichen Gutachten mit dieser Situation auseinandergesetzt hat und hat dann erst die Verordnung gemacht und hat eben die notwendige Differenzierung gemacht. Insoweit bleibt das, glaube ich, abzuwarten, wie das aus verfassungsrechtlicher Sicht beurteilt wird. Wir können das jedenfalls nicht erkennen, dass wir ähnliche Probleme haben wie mit der Berliner Verordnung. Gleichwohl ist klar, es ist kein Instrument, das dazu beiträgt, Wohnraum zu schaffen. Wohnraum schaffen den meisten Wohnraum in Hessen schaffen die privaten Vermieter. Denen sind wir auch dafür dankbar, dass sie dies tun. Das sind Hunderttausende in Hessen, die als private Vermieter den Wohnraum stellen, damit Mieter Wohnraum finden. Daneben sind es Gesellschaften, die in öffentlicher Hand sind, wie beispielsweise die Nassauische Heimstätte, die hier hervorragende Arbeit leistet, oder eben auch kommunale Gesellschaften, die das tun. Das ist notwendig und sinnvoll.
Wir haben lange Zeit in Deutschland die Situation gehabt, dass wegen eines im Vergleich zum Gewerbemietrecht sehr problematischen Wohnungsmietrechts private Investoren sich sehr zurückgehalten haben, Mietwohnungsbau zu errichten. Das ist jetzt etwas anders. Durch das niedrige Fremdkapitalzinsniveau ist es auch für viele Private wieder interessant geworden, zu investieren. Das heißt, wir haben heute die Bereitschaft, Wohnungen zu bauen. Wir haben das Geld, dass Wohnungen gebaut werden können. Es ist auch wirtschaftlich attraktiv aufgrund der niedrigen Zinsen. Der Engpass heute ist die Bereitstellung von Bauland. Und da muss man sagen, da sind die Kommunen in der Pflicht, zumindest seitdem der Reichsgesetzgeber in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts das Privaten weggenommen hat und den Kommunen übertragen hat. Sie haben seitdem das Monopol und sie haben eben auch die Verantwortung, Bauland zur Verfügung zu stellen. Und hier gibt es leider viele Gründe, dass Kommunen diese Möglichkeit und diese Notwendigkeit nicht angehen. Das ist oft so, dass die Menschen, die in einer Stadt wohnen, als erstes Mal erklären, sie sind zwar noch hingezogen, aber ein weiteres Gebiet in ihrer Nähe soll nicht entstehen. Das bedarf natürlich eines großen Engagements der Kommunen. Wir müssen auch darüber nachdenken, ob nicht Ausgleichsmaßnahmen notwendig sind zwischen den Kommunen, die Bauland entwickeln und dadurch erhebliche Folgekosten haben, und denen, die es nicht tun. Das sind die Aufgaben, die vor uns liegen, und auch auf diesem Weg sind wir in Hessen gut unterwegs. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Feldmayer für Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Mietpreisbremse ist wichtig, denn sie schützt Mieterinnen und Mieter vor horrenden Mietsteigerungen und vor horrenden Mietpreisen. Die Hans-Böckler-Stiftung hat kürzlich berichtet, dass rund 40% der Haushalte in Deutschlands Großstädten mehr als 30% ihres Einkommens für Mieten ausgeben müssen. Das ist deutlich zu viel. Und gerade bei Wohnungen, die neu vermietet werden, wissen wir, dass es da wirklich auch einen heftigen Aufschlag gibt, häufig auf die Miete. Aus den bestehenden Wohnverhältnissen ist es so, dass meistens die Mieten nicht so heftig erhöht werden. Aber wenn eine Mietpartei auszieht, die Wohnung frei wird und die Wohnung dann wieder neu besetzt wird, da kommt es häufig zu exorbitanten Preissteigerungen. Und genau aus diesem Grund ist die Mietpreisbremse wichtig. Zur FDP vielleicht. Die FDP hat gerade davon gesprochen, dass die Mietpreisbremse ein Investitionshemmnis oder eine Investitionsbremse sei. Da liegen Sie komplett falsch. Sie müssten eigentlich wissen, dass die Mietpreisbremse ja so konstruiert ist, dass es sehr, sehr viele Ausnahmen gibt. Und die eine Ausnahme heißt, dass die Mietpreisbremse bei Neubauten nicht gilt. Also von daher ist dieses Argument kompletter Unsinn. Wir haben immer kritisiert, dass die Mietpreisbremse zu viele Ausnahmen hat. Darauf hat auch das Landgericht in Berlin hingewiesen. Übrigens war das ein Hinweisbeschluss, in dem darauf hingewiesen worden ist, dass die Mietpreisbremse verfassungswidrig sei. Und das war eine Berufungsklage, die ist abgewiesen worden. Und im Übrigen ist es nur so, dass das Bundesverfassungsgericht alleine darüber entscheiden kann, was verfassungswidrig ist und was nicht. Meine Damen und Herren, wir wollen in Hessen dafür sorgen, dass das Wohnen in den Städten bezahlbar ist oder bleibt. Und wir wollen dafür sorgen, dass Mieterinnen und Mieter nicht von ihren angestammten Wohnvierteln verdrängt werden. Und dazu gehört auf der einen Seite bezahlbarer Wohnraum, die Förderung von neuem bezahlbarem Wohnraum. Aber dazu gehört auf der anderen Seite natürlich auch, dass die Mietpreise nicht durch die Decke schießen. Und dafür ist die Mietpreisbremse wichtig. Also, wir brauchen beides, meine Damen und Herren. Wir brauchen beides. Die Begrenzung von Mietpreisen bei den Wohnungen, die es schon gibt, und bezahlbaren Wohnraum. Wenn man einmal überlegt, wir haben
41 Millionen Wohnungen deutschlandweit. Wie viele Wohnungen werden neu gebaut? Das sind im Jahr vielleicht 200.000. Also, wir müssen auch auf die Wohnungen, die es schon gibt, diese 41 Millionen Wohnungen schauen, dass dort die Mietpreise nicht exorbitant steigern. Und deshalb hat unsere Wohnungsbauministerin Priska Hinz in Hessen die Mietpreisbremse in einem bestehenden Mietverhältnis, also die Kappungsgrenzverordnung, eingeführt und die Mietpreisbremse bei Neuvermietung. Und das ist richtig so. Aber ebenso wichtig ist auch das groß angelegte Wohnungsbauprogramm der Landesregierung, das mit 1,2 Milliarden € ausgestattet ist und den sozialen Wohnungsbau ankurbelt. Wir geben in Hessen also Rekordbeiträge für den sozialen Wohnungsbau aus, und das zahlt sich wirklich aus. In Hessen gibt es deutliche Zuwächse beim sozialen Wohnungsbau. Das zeigt auch ein kürzlich von der Bundesregierung veröffentlichter Bericht. Da gehört Hessen zu den Spitzenreitern beim sozialen Wohnungsbau. Also, ich glaube, das kann sich sehen lassen, meine Damen und Herren. Hessen hat also eine umfassende Strategie für gutes und bezahlbares Wohnen in Stadt und im ländlichen Raum. Auf den ländlichen Raum müssen wir natürlich auch schauen. Und hierzu gibt es konstruktiven und regelmäßigen Austausch in der Allianz für Wohnen. Und da möchte ich auch den Akteuren der Allianz für Wohnen bei dieser Gelegenheit noch einmal danken, dass sie so gute und konstruktive Vorschläge eingebracht hat in diese Allianz, wie z.B. die Baulandoffensive. Die Baulandoffensive ist jetzt schon gestartet und hat auch schon einige Erfolge vorzuweisen. Es wird den Kommunen geholfen, Bauland zu aktivieren, auszuweisen. Also auch das ist eine sehr gute Idee der Allianz für Wohnen. Vielen Dank dafür. Meine Damen und Herren, ich habe eben genau hingehört im Beitrag des Kollegen Lenders zur Aktuellen Stunde, die da lautet, Gericht hält Mietpreisbremse für verfassungswidrig. Fest steht, Mieten sinken nur durch mehr bezahlbaren Wohnraum. Das Wort bezahlbarer Wohnraum, Herr Lenders, kam in Ihrer Rede überhaupt nicht vor. Also, das war wirklich entlarvend. Sie interessieren sich überhaupt nicht für das Thema sozialen Wohnungsbau oder bezahlbarer Wohnraum. Darauf hat Herr Schaus schon hingewiesen, was Sie in der letzten Legislaturperiode für eine Wohnungspolitik betrieben haben. Kollegin Feldmayer, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. Beim Thema Wohnen und bezahlbarer Wohnraum ist noch viel zu tun. Wir bleiben dran. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Siebel, SPD-Fraktion. Ja, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Titel dieser Aktuellen Stunde lässt ja darauf schließen, dass es der FDP darum ginge, zu analysieren, ob die Mietpreisbremse verfassungsmäßig sei, richtig ist. Ich will das gleich einmal am Anfang abräumen, ja, was Sie da eigentlich gemacht haben. Richtig ist, dass die Mietpreisbremse nach Einschätzung des Berliner Landgerichts verfassungswidrig sei. Es ging dabei um einen Mieterstreit. Allerdings bleibt diese Einschätzung, so ist es geschrieben, wirkungslos, da die Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes nur das Bundesverfassungsgericht beurteilen kann. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin kein Jurist. Kleine Einführung für die Juristen aus der FDP-Fraktion. Das ist ein sogenannter Hinweisbeschluss, der dort gegeben wird und der keine Relevanz hat auf die Frage der Verfassungsmäßigkeit. Und, Herr Lenders, wenn wir uns einmal beziehen auf diejenigen, die sozusagen die größte Front gegen die Mietpreisbremse aufgemacht haben, nämlich Haus und Grund, hatten die schon im Jahr 2015 mehrere Gutachten herangezogen, die auch sich mit der Frage der Verfassungsmäßigkeit auseinandergesetzt haben. Und wenn es so wäre, dass die momentane Mietpreisbremse verfassungsmäßig nicht zu halten gewesen wäre, dann hätten in dem Zeitraum von heute bis, von 2015 bis heute hätten sicherlich sich Gerichte damit auseinandergesetzt. Also insofern haben Sie einen Vorwand gesucht, um mal wieder Ihr Lieblingsthema, die Mietpreisbremse, hervorzuheben. Und wenn Sie noch einmal auf dem Punkt sind, zu den Gerichtsurteilen, jüngst erging ein Urteil in Frankfurt. Da ging es um eine Wohnung von 65 Quadratmetern, die für 810 € vermietet worden ist. Die Vermieterin musste dann 63,68 € zurückzahlen, weil bei dieser Wohnung
die Miete 10% über dem Mietspiegel gelegen hat. Und auch in dem, im Zusammenhang dieses Urteils ist davon gesprochen worden, nicht auch, sondern in diesem Urteil ist davon gesprochen worden, dass die Mietpreisbremse verfassungsmäßig ist. Deshalb, es ist aus Ihrer Sicht, aus Sicht der FDP, legitim, dies für die Verfassungsmäßigkeit der Mietbremse ein irrelevantes Urteil für die Diskussion hier im Landtag heranzuziehen. Aber lassen Sie uns doch lieber über die Mietpreisbremse reden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Mietpreisbremse, natürlich ist sie gesellschaftlich umstritten. Und wenn etwas gesellschaftlich umstritten ist, wenn die Frage, ob man regulierend auf dem Markt eingreift und wie man das tut oder ob man das nicht tut, dann werden von allen Interessenhaltern, also von allen Stakeholdern, alle Register gezogen. Es wird natürlich das Register der Verfassungsmäßigkeit gezogen. Okay, dazu habe ich etwas gesagt, spielt keine Rolle. Es werden an Vermieterinnen und Mieter, so auch im Internet zu finden, Tipps vergeben, wie man die Mietpreisbremse umgehen kann. Zum Beispiel hier steht die Indexmiete. Um die Nachteile der Mietpreisbremse auszugleichen, besteht die Möglichkeit einer sogenannten Indexmiete. Mietverträge dieser Art sind von neuem Gesetz zur Mietpreisbremse nicht erfasst. Eine Indexmiete ist an die allgemeine Steigerung der Lebenshaltungskosten gekoppelt, so zum Beispiel Inflationsrate. Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese ganzen Tricksereien, die den Vermietern, ja, nein, das sind Tricksereien, die den Vermietern empfohlen werden. Das sind genau die Punkte, wo es die Position der Sozialdemokratie ist, dass wir die Mietpreisbremse schärfen müssen, um ihre Wirkung zu entfalten. So, jetzt, ich würde ja gern darauf eingehen, ich habe es noch nicht gehört. So, jetzt sind wir an dem Punkt, und ich lasse mal sozusagen die Debatte hier im Hessischen Landtag Revue passieren. Ich lasse mal die Debatte Revue passieren. Also, da gibt es eine Fraktion, die FDP, die, das war jetzt nichts wirklich Neues, gegen die Mietpreisbremse ist. Und wenn ich es richtig gehört habe, stehen die Grünen zur Mietpreisbremse, die Linke wohl auch, und die FDP, die CDU sieht es durchaus differenziert. Aber Herr Caspar, Sie haben völlig richtig gesagt, die Mietpreisbremse hat überhaupt nichts. Das noch mal, also auch er hat gesagt, dass das nicht stimmt mit den Investitionen, dass das zusammenhängt. Aber dass sie natürlich ein Mittel ist, um, wenn sie über lange Phasen gehalten wird, die dämpfend auf die Situation auf dem Mietmarkt Einfluss nehmen kann. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie bei den anliegenden Koalitionsgesprächen und Sondierungsgesprächen jetzt in Berlin die Position zur Mietpreisbremse dort verhandelt wird. Ich halte es für richtig, was die Ministerin hier in Hessen gemacht hat. Ich will das noch einmal ausdrücklich unterstreichen. Ich halte es für richtig, dass die CDU, um es einmal vorsichtig zu sagen, sich darauf eingelassen hat. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, die Mietpreisbremse ist ein Element der Regulierung auf dem Wohnungsmarkt, insbesondere natürlich auch in Frankfurt und Darmstadt und in anderen Zentren. Aber es ist Kollege das Mittel, Siebel, Sie müssen mein letzter zum Schluss Satz, es ist das Mittel, was regulierend eingreifen kann und tatsächlich die Mieten dämpfen in unserem Land. Dafür setzen wir uns ein. Wir wollen die Schärfung der Mietpreisbremse. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat Staatsministerin Hinz. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Also, die Aktuelle Stunde der FDP hätte auch überschrieben werden können mit Merkposten für mögliche Koalitionsverhandlungen im Bund. Die Mietpreisbremse muss weg. Ja, das war sozusagen die Quintessenz Ihrer Rede am Ende. Jedenfalls das, was eigentlich der Debattengegenstand Ihrer Überschrift war. Das war der Gegenstand Ihrer, oder der Inhalt Ihrer Rede nicht. Weil in Hessen geht es nicht um die Frage, ob die Mietpreisbremse verfassungswidrig ist. Und zum Berliner Urteil hat der Kollege Caspar schon das Übrige gesagt. Und witzig, deswegen, Herr Siebel,
Ich darf ja nicht dazwischenrufen, deswegen habe ich dann auch sofort abgebrochen von der Regierungsbank, nur sich hier hinzustellen und zu sagen, wir wollen die Schärfung der Mietpreisbremse und dafür setzen wir uns ein. Dann habe ich mir gedacht, super, und deswegen seid ihr Sonntagabend 18.05 Uhr in die Opposition gegangen. Passt jetzt auch nicht so ganz zusammen. Meine Damen und Herren, es ist richtig, dass die Mietpreisbremse nicht alleine ausreicht, um ausreichend bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Das ist doch völlig klar. Sie ist eine der wenigen Maßnahmen, die wir getroffen haben, um die Mietenentwicklungen verträglich zu halten in Hessen. Und es bringt keinen Investor vom Bau ab, Herr Lenders. Das ist doch Quatsch. Es wird so viel geplant und gebaut in den letzten Jahren wie in dem Jahrzehnt zuvor nicht. Und deswegen ist das falsch, was Sie hier erzählt haben. Wir haben wenige Regulierungen zusätzlich vorgenommen, z.B. die Kappungsgrenzenverordnung, die Verlängerung der Kündigungssperrfrist. Aber vor allen Dingen ist doch wichtig, dass wir Geld einsetzen für sozialen Wohnungsbau. Und da haben wir es geschafft, in Hessen bislang mit dem Haushalt 2017 bislang 1,2 Milliarden € zur Verfügung zu stellen. So viel stellt kein anderes Bundesland für Wohnungsbau im sozialen Wohnungsbereich zur Verfügung. Und wir haben viele Initiativen der Allianz für Wohnen, die auch zum Erfolg des Wohnungsbaus in Hessen beitragen. Wir haben in Hessen in den Jahren 2015 bis 2017 jeweils deutlich über 2.000 Wohnungen Fördermittel ausgegeben. Das ist auch ein Höchststand, wie es ihn vorher nicht gab. Lieber Kollege, die Mietpreisbremse gilt für bestehenden Wohnraum, der neu bezogen wird. Der gilt nicht für die Neubauwohnungen. Deswegen ist es wichtig, dass wir insgesamt zu mehr Neubau kommen, sowohl im sozialen Wohnungsbau als auch im frei finanzierten Wohnungsbau. Und da ist das Nadelöhr das Bauland. Das ist das Problem, nicht, dass Investoren bauen wollen. Die Zinsen sind so günstig wie nie zuvor. Das Bauland ist das Nadelöhr, und hier knüpfen wir mit unserer Baulandoffensive an. Die unterstützt die Kommunen dabei, Flächen für den Bau bezahlbaren Wohnraums zu entwickeln. Und es gibt schon die Nachfrage von 20 Kommunen etwa. 10 werden hoffentlich in diesem Jahr noch an den Start gehen können. So können dann auch problematische Flächen mit zahlreichen baulichen, rechtlichen, wirtschaftlichen oder stadtpolitischen Entwicklungshemmnissen für den Wohnungsbau gewonnen werden. Und auch das ist ein Erfolgsrezept dieser Regierung. Und auch dieses haben wir mit der Allianz für Wohnen, das ja ein breites Bündnis ist, entwickelt. Meine Damen und Herren, noch einmal kurz zu den Gerichtsurteilen. Zum Landgerichtsurteil Berlin wurde schon die Ausführung gemacht, dass die Verordnung dort nicht differenziert ist. Das Amtsgericht in Frankfurt hat über die hessische Verordnung entschieden, hat gesagt, sie ist abgewogen, sie ist differenziert, und die Daten sind ausreichend, die hier zugrunde gelegt worden. Deswegen bin ich da ganz entspannt und gelassen, was die Frage unserer hessischen Verordnung angeht und was die Berliner Frage angeht und die mögliche Veränderung der Mietpreisbremse so, dass sie auch tatsächlich gut wirkt für die Zeit, in der man sie braucht. Da wird man sich auf anderer Ebene noch wahrscheinlich trefflich streiten und hoffentlich zu einem guten Ergebnis kommen, zugunsten der Mieterinnen und Mieter und sozialverträglicher Mieten. – Herzlichen Dank. Vielen Dank.
Damit ist die Aktuelle Stunde zu Tagesordnungspunkt 69 abgehalten.